Also erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Christian Spannagel, ich komme von der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg, bin dort in der Mathematik- und Informatikdidaktik tätig. Kann sein, dass ich heute ein bisschen müde wirke. Ich habe eine Horrornacht hinter mir gehabt. Ja. Ich habe gestern Abend habe ich meinen Vortrag für heute vorbereitet. Das war ein komplett neuer Foliensatz. Um 0 Uhr war ich fertig und dann ist Open Office abgestürzt und habe festgestellt, oh nein, es war nichts gespeichert. Habe ich also um 0 Uhr Kaffee und nochmal angefangen. Habe ich gesagt, das passt ja super heute, Medienkompetenztag und du zerhagelst dir die Folien gleich am Abend vorher. Okay, aber ich habe es noch geschafft und das Thema ist freie Bildungsmedien, Open Educational Resources, für den eigenen Unterricht entdecken, erstellen und teilen. Das wird kein theoretischer Vortrag, sondern ich zeige euch einfach ein paar Tools und Webseiten, wo man freie Bildungsmedien erhalten kann und was man tun muss, um sie selbst zu erstellen. Ja, dass ich heute überhaupt über freie Bildungsmedien reden kann, Open Educational Resources, liegt daran, dass es eine technische Entwicklung gegeben hat in den letzten 10, 20 Jahren, die dafür gesorgt hat, dass wir alle freie Bildungsmedien erstellen können und finden können im Internet. Wenn man mal betrachtet, wie es vor 20 Jahren aussah, das alte Internet, ja, da war es so, da konnten nur einige wenige Webseiten produzieren, nämlich diejenigen, die technisch versiert waren, die HTML-Seiten erstellen konnten, die Webserver administrieren konnten und so weiter. Die haben Inhalt ins Internet gestellt und ganz viele Menschen konnten konsumieren, aber nicht selbst partizipieren oder Inhalte teilen. Also früher konnte nicht jeder Inhalt ins Internet stellen. Das hat sich geändert in den letzten Jahren im Zuge von Web 2.0. Es gab technische Erleichterungen, die dazu geführt haben, dass jetzt jeder, ihr, aber auch Kinder und Jugendliche, jede Person Inhalt ins Internet stellen kann, ohne die entsprechenden technischen Kompetenzen zu besitzen. Ja? Also man kann einfach Fotos online stellen, Videos hochladen auf YouTube beispielsweise, Texte schreiben in Weblogs, Wikis oder Social Networks, Facebook, Twitter und so weiter. Töne hochladen, Grafiken erstellen und so weiter und die ins Internet stellen, sodass alle darauf zugreifen können. Es gibt unendlich oder annähernd unendlich viele Web 2.0 Tools, die es ermöglichen, dass man Inhalte online stellen kann und allen voran natürlich Facebook, Twitter und Google Plus und andere Medien und andere Social Networks. So. Das heißt, das führt jetzt dazu, dass die ganze Welt teilt. Das ist eigentlich eine schöne Sache, man teilt Dinge mit anderen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin hier, so, ich war ja neulich hier im Schwetzinger Schlossgarten, das ist der Apollo-Tempel. Also wer noch nicht im Schwetzinger Schlossgarten war, unbedingt hingehen. Das ist echt eine Reise wert. Hier Apollo-Tempel habe ich fotografiert mit Instagram. Und dann fotografiert man es natürlich nicht nur, sondern man teilt es. Man teilt es mit seinen Freunden und der ganzen Welt. Das heißt, das Ganze wird auf Facebook gepostet und Twitter und Google Plus. Man sagt, hier, guckt mal dieses tolle Foto. Natürlich braucht man ein bisschen Aufmerksamkeit. Das heißt, man muss auch noch vielleicht einen schönen Text dazu packen, sowas hier beispielsweise. So. Und das Schöne bei diesen Medien ist, dass man nicht nur teilen kann, sondern die anderen, die sehen können, ebenfalls kommentieren und damit ihre Meinung mitteilen. Ja? Also hier beispielsweise kam sofort rein, er ist Linkshänder gesehen. Oder, und unter der Decke ist noch einer, der steckt ihm den Finger in den Hintern. Fand ich auch sehr witzig. Ne? Also ist eigentlich ganz lustig, wenn man im Internet Sachen teilt. Und es macht Spaß. Ja? So. Und das Ganze steht unter einer, sozusagen die Background-Philosophie, die dahinter steckt, kann man als Sharism bezeichnen. Also mit dem Schlagwort, the more you give, the more you receive. Also je mehr man gibt, umso mehr erhält man zurück. Na, wenn man jetzt Sachen mit teilt, wenn man Bilder teilt, Fotos teilt, Texte teilt, dann bekommt man beispielsweise auch Kommentare und kann sich im Internet über diese Dinge austauschen. Sharism, der Begriff wurde geprägt von Isaac Mao, ein Chinese. Und es ist natürlich klar, dass auch insbesondere Menschen in China sich mit solchen Dingen befassen, weil dort ja starke Internetregulation herrscht und dann dort auch entsprechende Gegenbewegungen existieren, wie beispielsweise hier diese Sharism-Bewegung, die davon ausgeht, dass es schön ist, dass Menschen im Internet auch Gedanken, Texte, Videos, Bilder und so weiter miteinander teilen können.
Das ist ja anders, als wenn man Kuchen teilt. Ne? Also anders als im realen Leben, wenn ich Kuchen teile, habe ich vielleicht einen Freund mehr, aber weniger Kuchen. Im Internet ist es so, wenn ich teile, wird es nicht weniger, was ich habe. Ja? Also meine Bilder halbieren sich nicht oder meine Texte verschwinden nicht, sondern im Gegenteil, wir haben alle etwas davon. Und das kann man natürlich auch super im Bildungsbereich nutzen. Allerdings trifft das sozusagen zum Teil auf andere Einstellungen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt. Es gibt im Lehrerzimmer teilweise folgende Einstellung, dass Lehrer die Dinge, die sie produziert haben, nicht teilen, ja, sondern zurückhalten. Ich habe so ein Arbeitsblatt erstellt. Das war unglaublich viel Aufwand. Das gebe ich doch nicht raus. Ja, war doch mein Aufwand, den ich da reingesteckt habe. Das behalte ich für mich. Die Einstellung habe ich nie verstanden. Ja? Wenn es so unglaublich viel Aufwand war, dann sollte man doch eigentlich stolz drauf sein und es anderen geben, sagen, guck mal, ich habe so viel Aufwand reingesteckt, du musst diesen Aufwand nicht reinstecken, nimm es doch einfach. Ne? Wenn man diese Haltung hat und andere haben diese Haltung auch, dann kriegt man auch die Dinge von denjenigen, die ebenfalls viel Aufwand in andere Sachen reingesteckt haben, sodass wir alle nicht den kompletten Aufwand in alles stecken müssen, sondern immer nur in Detailbereiche und man durch den Austausch entsprechend voneinander profitiert. Also die Bildungsmedien, die man selbst produziert, nicht in den Tresor stecken, ja, sondern mit anderen teilen. So, angenommen, man hat jetzt so ein Arbeitsblatt erstellt, ne? Ein Arbeitsblatt gemacht und man denkt so, ach, das mit der Teilen, die Idee mit dem Teilen ist ja eigentlich ganz cool, ich würde ganz gerne meine Sachen teilen. Wie mache ich das? Ich kann es ins Internet stellen, ne? Ich lade mein Arbeitsblatt hoch ins Internet und dann kriegt man sofort, oder kann es passieren, dass man sofort Ärger kriegt. Denn wie erstellt man Medien, Bildungsmedien? In der Regel pragmatisch. Ne? Man geht in Google Bildersuche, holt sich irgendein Bild aus dem Internet, klebt es da drauf. Ne? Und das im Klassenzimmer funktioniert das ganz gut, kann man ja sozusagen Arbeitsblatt kopieren, austeilen. Sobald man es aber ins Internet stellt, fällt unter Umständen vielleicht dem Urheber des Bildes auf, dass man das Bild da drauf geklebt hat und er ist damit vielleicht nicht einverstanden. Und schon hat man eine Urheberrechtsverletzung an der Backe, ne? Und jede Menge Ärger. Oder man hat da Schulbuchaufgaben draufgepackt, das darf man auch nicht machen, dann ins Internet stellen, dann kriegt man sofort Ärger mit dem Schulbuchverlag. Also, teilen ist eine gute Einstellung, aber kann zu jeder Menge Probleme führen, wenn man sich nicht auskennt. So, und das ist sozusagen jetzt auch ein bisschen das Ziel dieses Vortrags, euch die Backgrounds zu geben für, wie teile ich denn Bildungsmedien sicher. Ja, und der Begriff, der dahinter steckt, ist Open Educational Resource, freie Bildungsmedien, offene Bildungsmaterialien. Im Deutschen gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu übersetzen. Also Bildungsmedien, die im Internet stehen, aber die auch zur Verwendung im Bildungsbereich und darüber hinaus zugelassen sind, die man auch verändern darf, die man weiterteilen darf, wo ganz klar geregelt ist, nach welchen Regeln darf ich diese Medien benutzen, nach welchen nicht. Wenn man mal schaut, wie ist Open Educational Resource definiert? Die UNESCO 2012 hat eine Pariser Erklärung abgegeben, in der auch eine Definition steht, die ganz gut passt. Und zwar OER sind Lehr-, Lern- und Forschungsressourcen in Form jeden Mediums, digital oder anderweitig, die gehen sogar auch über digitale Medien hinaus, ne? Die gemeinfrei sind oder unter einer offenen Lizenz veröffentlicht wurden. So, also entweder gemeinfrei oder offene Lizenz. Gemeinfrei im US-amerikanischen Raum heißt es Public Domain, falls ihr den Begriff schon mal gehört habt. Also dort kann man Dinge, die man erstellt hat, einfach der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, sagen, ich will nicht mehr, also ich verzichte auf meine Urheberrechte, nehmt einfach, benutzt, macht damit, was ihr wollt. Das geht in Deutschland nicht. Also wir haben in Deutschland nicht die Möglichkeit, Dinge einfach gemeinfrei zu machen, weil man nicht auf seine Urheberrechte verzichten kann. Ja, man kann nur, oder man kann nicht sozusagen damit aufhören, Urheber zu sein, sondern man kann aber die Materialien unter einer Lizenz zur Verfügung stellen, die größtmögliche Weiterverwendung, Wiederverwendungsrechte einräumt den Nutzern. Also ich kann sagen, ich habe hier was produziert, ich bin der Urheber, darauf kann ich nicht verzichten, aber ich erlaube dir, das, was ich hier produziert habe, so und so und so und so zu nutzen. Und das möglichst offen und weitreichend. Genau. Warum beschäftigt sich die UNESCO damit? Klar, als Weltorganisation vertreten sie insbesondere damit die Position, jeder hat das Recht auf Bildung. Und jetzt ist es ja so, dass insbesondere in ärmeren Ländern der Welt der Zugriff auf Bildungsmedien und Bildungsmaterialien nicht immer gewährleistet ist.
Ja, also wir haben mit unserer Hochschule haben wir eine Partnerhochschule in Mosambik, in Maputo. Und dort ist es verdammt schwer, an aktuelle Literatur zu kommen beispielsweise, an Bücher. Ja, also erstmal, weil die Infrastruktur dafür nicht da ist und zweitens, weil einfach das Geld auch nicht da ist. So. Wenn man jetzt aber einen Internetanschluss hat, das natürlich vorausgesetzt, dann hat man Zugriff auf offene Bildungsmedien, die kostenlos im Internet zur Verfügung stehen, die jeder nutzen kann. Und das hilft natürlich insbesondere Menschen in armen Ländern auch, vorausgesetzt sie haben Internetanschluss. Das ist natürlich auch immer noch ein Problem in den Ländern, aber wenn man den hat, hat man auf einmal Zugriff auf das komplette Wissen und die kompletten Bildungsmedien, die offen und frei im Internet stehen. Eine Sache habe ich noch vergessen, hier gehen wir noch kurz zurück. Genau, Lizenz veröffentlicht wurden, welche den kostenlosen Zugang, also die kosten nichts, ne, die kann man einfach benutzen, und sowie die kostenlose Nutzung, Bearbeitung und Weiterverbreitung durch andere ohne oder mit geringfügigen Einschränkungen erlaubt. Das ist sozusagen auch das Wesentliche für den Bildungsbereich. Man will als Lehrer ja die Medien, die man hat, vielleicht nicht unbedingt einfach nur einsetzen, sondern anpassen. Ja, ich habe irgendein Arbeitsblatt und sagst du, das ist ein super Arbeitsblatt, aber Aufgabe 3, damit kommen meine Schüler nicht zurecht, das ist zu schwierig, zu umständlich und so weiter. Oder ich würde gerne eine Aufgabe hinzutun, ich würde es gerne umformulieren, ich würde gerne das Bild austauschen und so weiter. Man möchte die Medien, die man findet, gerne verändern und an seine Klasse, an seine Lernenden anpassen. Und das ermöglichen Open Educational Resources insbesondere. Es gibt auch Open Educational Resources, die das nicht ermöglichen, aber es ist klar geregelt, was erlaubt ist und was nicht. So, wie ist das klar geregelt? Müsst ihr euch vorstellen, bevor es sozusagen diese ganzen Tendenzen gab, hat jeder im Internet irgendwas geschrieben im Sinne von, ihr dürft das verwenden, was ich hier hinstelle, ihr müsst mich nur als Urheber nennen beispielsweise. Und dann war aber trotzdem immer die Frage, was meint der denn mit verwenden? Ja, darf ich es jetzt im Klassenzimmer verwenden? Darf ich es auf meine Webseite stellen? Darf ich es verändern? Darf ich es nicht verändern? Das ist alles unklar, wenn jeder seine eigenen Formulierungen im Internet verwendet. Deswegen gibt es mittlerweile Lizenzmodelle. Die sind unter dem Begriff Creative Commons bekannt. Die Standardtexte sind eigentlich, auf die man sich sozusagen verlassen kann, weil man weiß, was damit gemeint ist. Wenn jemand sagt, ich möchte gerne da mein Arbeitsblatt, das ich produziert habe, der Welt zur Verfügung stellen, im Sinne von Open Educational Resource, nimmt es und benutzt es, dann kann er sagen, ich stelle es unter eine Creative Commons Lizenz. Und damit ist sofort klar, was darf man damit und was darf man damit nicht. So, also beispielsweise hier, man ist ein Kreativer, ja, das ist jetzt hier sozusagen der Begriff für, ich habe ein Werk produziert, Künstler beispielsweise oder Lehrer, Lehrerin, ja, ich habe ein Arbeitsblatt gemacht, ich habe ein Bildungsmedium produziert, so, ich möchte jetzt damit das Internet bereichern und andere Kolleginnen und Kollegen unterstützen, die das verwenden wollen. So, jetzt das Problem, wie erkläre ich als Künstler, als Lehrer, unter welchen Bedingungen man es verwenden darf. Und der Nutzer, also in dem Fall zum Beispiel die andere Lehrerin, der andere Lehrer, muss überlegen, was meint er eigentlich genau damit. Ne? So. Und deswegen wurden die Creative Commons Lizenzen erfunden, Standardtexte, in denen klar ist, was bedeutet das. Das ist übrigens auch ein Bild von Martin Missfeld, Bildersuche.org, das er unter eine solche Lizenz gestellt hat und das ich deswegen verwenden darf. Aber unter bestimmten Bedingungen, nämlich, das steht hier unten drunter, Creative Commons, CC, by SA. By bedeutet, ich muss den Urheber nennen, das mache ich hiermit, Martin Missfeld. Ja. Und Share Alike, ich muss es unter derselben Lizenz wieder bereitstellen. Also ich darf es verbreiten, aber nur unter derselben Lizenz. Ja. So, insofern habe ich das jetzt hier gemacht. Okay. So. Welche Optionen gibt es bei Creative Commons? Es gibt 4 Optionen. Die erste Option ist Namensnennung by. Das habe ich gerade erklärt. Ne? Wenn ich ein Arbeitsblatt erstellt habe, sage ich, ihr könnt damit machen, was ihr wollt, aber nur unter einer Bedingung, ihr müsst mich als Urheber nennen. So, dann stelle ich das unter die CC by Lizenz und damit weiß jeder, okay, ich darf alles damit machen, ich muss nur den Urheber nennen. So. Ich muss damit gar nichts mehr machen. Ich muss das nicht irgendwo registrieren, ich muss das nicht irgendwo anmelden und so. Ich muss einfach nur draufschreiben, CC BY. Fertig. Oftmals wird gedacht, dass man irgendwie sein Urheberrecht irgendwo anmelden muss oder so. Nee, ist nicht so. Ne? Wenn ihr irgendwas produziert habt, seid ihr die Urheber und ihr habt alle Rechte daran.
all rights reserved, sozusagen von Anfang an. Ja? Was ihr aber machen könnt, ihr könnt anderen Rechte einräumen und das ist beispielsweise mit so einer Lizenz möglich. Du darfst alles damit machen, musst den Urheber nennen. Die ND No Derivatives Option bedeutet, du darfst damit alles machen, was du willst, nur du darfst es nicht bearbeiten. Nur im Originalzustand verwenden, so wie ich es geteilt habe. Dann gibt es Non-Commercial, das bedeutet, du darfst damit alles machen, was du willst, du darfst nur kein Geld damit verdienen. Ne? Du darfst sozusagen keine, wie es hier formuliert, keine Einnahmen dürfen generiert werden. Und hier Weitergabe unter gleichen Bedingungen, du darfst damit alles machen, du musst unter derselben Lizenz weitergeben. So. Das sind die vier Optionen und die kann man kombinieren. Wenn es Mathematikerinnen und Mathematiker unter euch sind, könnt ihr euch überlegen, wie viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es. Es gibt allerdings nicht alle von Creative Commons, sondern es gibt nur diese sechs. So, es gibt CC BY, ich kann es also unter die CC BY Lizenz stellen, ich kann es unter die CC BY Non-Derivatives Lizenz stellen oder Non-Commercial und das kann ich irgendwie beliebig miteinander kombinieren. Ne? So. Auffällig ist, es ist immer BY mit dabei, ne? Also man muss den Urheber immer nennen. Es gibt keine Creative Commons Lizenz, bei der man den Urheber nicht nennen muss. Man muss also immer sagen, von wem hat man es. So, und dann kann man da hinten noch so ein bisschen was kombinieren. Man kann irgendwie seltsamerweise nicht alle vier miteinander kombinieren, habe ich auch nie verstanden, beziehungsweise vielleicht habe ich mir nicht ausreichend Gedanken darüber gemacht, warum das so ist. Geht nicht, also man kann nur diese hier verwenden. Ich selbst verwende immer by SA. Also ihr dürft alles damit machen, ihr dürft es verändern, ihr dürft es wiederverwenden, ihr dürft es teilen, auf eure Website stellen, alles damit machen, nur ihr müsst mich als Urheber nennen und unter derselben Lizenz wieder verbreiten. Jetzt kann man sich überlegen, warum nehme ich nicht Non-Commercial mit dazu? Eigentlich hat man doch so einen offenen Bildungsgedanken, so nach dem Motto, jeder soll das verwenden dürfen, aber bitte soll kein anderer Geld damit verdienen, wenn ich es gemacht habe. Ne? Diese Haltung kann man haben, wenn ich kein Geld damit verdiene, soll auch kein anderer Geld damit verdienen. Ich mache das nicht und in der Diskussion wird auch oft dazu geraten, es nicht zu tun, weil man damit die Nutzungsmöglichkeiten ja einschränkt. Ja, beispielsweise auch für solche Anbieter wie Wikipedia. Wikipedia darf nur Dinge verwenden unter by SA, die auch kommerziell verwendet werden dürfen, weil vielleicht will mal irgendjemand von Wikipedia eine DVD verkaufen oder so, wo die Sachen drauf sind und dann darf man solche Dinge nicht drauf machen, ne? Selbst wenn das irgendwie nur sehr billig ist oder so, dann hat man da ein Problem. Das heißt, wenn ich eigentlich ich kann auch folgende Haltung haben. Ich verdiene kein Geld damit, aber warum soll denn ein anderer nicht auch Geld damit verdienen? Wenn es ihm was bringt, wenn er irgendwie eine CD-Sammlung macht mit 1000 Bildern und da ist meins drauf und er verdient da irgendwie was davon und er hat das zusammengestellt und den Aufwand gehabt, das zusammenzustellen, dann soll er auch was damit verdienen. Ja? Ich habe ja keinen Schaden dadurch, dass jemand anders was damit verdient, weil mein Produkt steht ja trotzdem noch kostenlos im Internet. Kann ja jeder auch so kostenlos kriegen. Ja. Creative Commons bedeutet nicht, dass die Bilder gemeinfrei sind, sondern ja, Urheberrecht hat man natürlich weiterhin daran und der Autor muss genannt werden. So, jetzt die Frage, also praktischer Art, wo finde ich eigentlich Open Educational Resources? Ich möchte jetzt Arbeitsblätter erstellen und möchte dabei freie Medien verwenden. Ihr seid jetzt alle im Referendariat. Ja? Das heißt, ihr produziert jetzt wahrscheinlich ganz viele Bildungsmedien, so allgemein zu sprechen. Ne? Also Arbeitsblätter werden gemacht, Bilder werden gemacht, Folien werden erstellt, was weiß ich. Ihr seid nur am Produzieren. Macht's gleich richtig. Ja? Glaubt keine Bilder irgendwo aus dem Internet. Nicht bei Google Bildersuche einfach irgendein Bild nehmen und aufs Arbeitsblatt kleben oder irgendwelche Grafiken verwenden und so weiter. Ihr wisst nicht mehr, wo ihr die Dinger her habt später. Ja? Und ihr müsst ja auch als gutes Vorbild vorangehen für eure Schüler. Eure Schüler machen auch alles in der Art. Ne? Die glauben alles im Internet, die holen sich ein Foto und kleben es in Facebook rein und so weiter. Ne? Und begehen Urheberrechtsverletzungen jeden Tag. So. Und dann müsst ihr als Lehrerinnen und Lehrer euren Schülern ja zeigen, wie man es richtig macht. Ja? Und das macht ihr nicht dadurch, dass ihr Urheberrechtsverletzungen auf euren Arbeitsblättern begeht. Ja? Das ist gerade sozusagen das falsche Signal, sondern versucht gleich richtig vorzugehen, freie Bildungsmedien zu verwenden, die ihr verwenden dürft, und zwar nach den Regeln, die ihr verwenden dürft. Und wenn ihr auf einem Arbeitsblatt sowas draufstehen habt, wie ganz klein am Rand, so dieses Foto stammt von Peter Müller, CC BY SA 3.0, ne?
dann kommt man vielleicht auch mit Schülern irgendwann mal ins Gespräch, was bedeutet das eigentlich? So, und dann hat man sofort eine Diskussion drin mit, was bedeutet Urheberrecht, was darf man nicht, welche Dinge darf man verwenden, was bedeutet Creative Commons und so. Das müsst ihr ja letztlich auch alle irgendwann im Unterricht mal mit euren Schülern besprechen. So, okay, Elixir, eine Suchmaschine für Bildungsmedien. Ihr braucht das übrigens nicht mitschreiben, das steht natürlich alles als OER später im Internet. Also die Folien stehen schon da, ne? Ich zeige euch später den Link. Suchmaschine für Bildungsmedien, da kann man natürlich nach Schlagworten, nach Stichworten suchen. Ups, die Navigation zur Webseite wurde abgebrochen. Jetzt nicht so tragisch. So. Man kann natürlich nach allem Möglichen suchen, mit Text, Freitext. Ne? Man hat eine Systematik, da werden dann die Fächer zum Beispiel angezeigt, in denen bestimmte Bildungsmedien zugeordnet sind. Es werden die Bildungsebenen, nennen Sie es hier, die Stufe angezeigt, Sekundarstufe 1, 2, Primarstufe und so weiter. Und man kann anklicken, ob man nur Medien nach einer bestimmten Lizenz suchen möchte. So, das heißt, man bekommt hier eine Auswahl an Bildungsmedien und kann auch einschränken auf bitte nur freie Medien, nur OER. Weitere Suchmaschine Verzeichnis, in dem man solche Medien findet, ist oercommons.org. Das ist natürlich jetzt eine englischsprachige, aber meine Güte, also kann ja auch tolle Bilder beispielsweise in englischsprachigen Bereichen finden. Dort kann man auch nach freien Bildungsmedien suchen. Creative Commons hat selbst eine Webseite, auf der man solche Medien findet. Und da kann man jetzt auch hier beispielsweise so einen Begriff eingeben, ne, zum Beispiel Penguin, ne? Wenn man irgendwie Unterricht zu Pinguinen macht, kann mir mal Penguin eingeben und mal gucken, was dann alles so gefunden wird. Und die sucht sozusagen über verschiedene Anbieter hinweg, die alle auch freie Bildungsmedien führen oder listen. Die Google-Bildersuche habe ich gerade kritisch betont, ne? Nicht verwenden für sowas, aber mittlerweile geht das, weil Google hat eine Option, wenn ihr in der Google-Bildersuche seid. Habt nach irgendwas gesucht, sagen wir Charism zum Beispiel. Ne? Habe ich gestern Abend gemacht, zum ersten Mal um 22 Uhr, dann nochmal um 1 Uhr. Ne? Habe ich gestern Nacht bei eingegeben Charism, ich brauche ein Bild zu Charism. Ne? Und dann findet die Google-Bildersuche natürlich alle möglichen Bilder und 99% von denen darf man eben nicht verwenden. So, jetzt gibt es aber hier rechts oben die Einstellungen, Sucheinstellungen und so weiter, erweiterte Suche. Wenn man auf erweiterte Suche klickt, dann gibt es Optionen für die Suche und da kann man dann nach Lizenz filtern. Standard ist nicht nach Lizenz gefiltert, zeigt also alles an und ansonsten kann man ja auch Dinge einstellen und das klingt so ähnlich wie diese CC-Formulierung, ne? Frei zu nutzen oder weiterzugeben oder zu verändern, auch für kommerzielle Zwecke zum Beispiel oder nicht für kommerzielle Zwecke und so, da kann man schon ein bisschen vorfiltern. Das entbindet einen natürlich nicht, wenn so ein Bild gefunden ist, nochmal auf die Website dort zu gehen und zu gucken, was steht denn da an Lizenz. Ne? Und insbesondere muss man ja wissen, wer ist der Urheber. Das heißt also auf die Website gehen, wo das Bild steht, in dem Kontext mal gucken, wo ist da die Lizenzinformation, wer ist der Urheber, was muss ich genau machen und dann dürft ihr es verwenden. Und ihr habt mit einem guten Gewissen dürft ihr es verwenden. Ja? So, also hier beispielsweise Charism habe ich hier gefunden. Ne? Da bin ich da drauf, habe ich drauf geklickt, dann kommt man auf die Website und dann kann man sehen, nach welchen Regeln man es verwenden darf. Eine andere Plattform ist Wikimedia Commons. Wenn ihr auf Wikipedia seid, übrigens, nebenbei bemerkt, Wikipedia, die Texte, die dort stehen, sind alle unter der Creative Commons Attribution Share Alike Lizenz veröffentlicht. Wenn ihr bei Wikipedia mal ganz nach unten scrollt, seht ihr so einen super Minitext, den liest sich keiner durch. Ne? Steht unten drunter CC BY SA. Das heißt, ihr dürft auch Wikipedia Texte nehmen und kopieren. Unter der Bedingung, dass ihr den Urheber nennt und es unter derselben Lizenz weitergibt. Deswegen gibt es ja so viele Wikipedia-Klone und so im Internet. Ne? Ist nicht verboten, so, wenn man die Lizenzbedingungen beachtet. Okay, und die Bilder, die bei Wikipedia stehen, die stehen auf der Plattform Wikimedia Commons. Das ist der Link hier unten. Da findet man auch jede Menge Bilder. Wahnsinnig tolles Repertoire an Bildern, ne? Oder auch anderen Medien, aber im Wesentlichen Bilder. Wenn man beispielsweise mal nach Laien sucht, ne, macht einen Unterricht zum Löwen machen, so, da hat man so ein Arbeitsblatt, will man irgendwie Löwenbilder verwenden, dann geht man da hin, sucht nach Laien, also Englisch natürlich dann in dem Fall, und das Bild habe ich gestern gefunden und unter dem Bild drunter ist die Lizenzinformation, da steht dann sowas da wie This file is licensed under the Creative Commons Attribution Share Alike License. So. Das heißt, ich darf dieses Bild verwenden unter der Bedingung, dass ich den Urheber angebe, Yamin
und es unter derselben Lizenz wieder verbreite. Und den Link habe ich auch noch dazu gepackt. Das ist auch nett, wenn man auch noch sagt, woher man das Bild hat. Ne? Außerdem findet man dort auch Bilder, die beispielsweise von Urhebern in die Public Domain entlassen wurden. Also beispielsweise im US-amerikanischen Raum. Gut, YouTube. Es gibt natürlich jetzt auch noch Anbieter für spezielle Medien, die die Möglichkeit bieten, auch diese CC-Lizenzen einzustellen. So standardmäßig, dass man auswählen kann, wenn man was einstellt, welche Lizenz ist das. Ne? Hier habe ich YouTube-Beispiel mal von Jörn Lowischach, Mathematikprofessor aus Bielefeld. Der macht so Screencasts, ne? Der stellt sich hin mit seinem Laptop und macht so Aufzeichnungen, schreibt auf dem Laptop und erzählt was dazu. Und die stellt er hoch und zwar unter die CC-BY-Lizenz. YouTube bietet zwei Lizenzmodelle, einmal das Standard-YouTube-Lizenz, das ist sozusagen standardmäßig eingestellt bei den meisten Videos, das darf man nicht so einfach verwenden, oder man stellt als Urheber die CC-BY-Lizenz ein, die Möglichkeit gibt es und dann ist das Video unter diesen Bedingungen verfügbar. Flickr als Bilderplattform, ich gehe jetzt mal schneller durch, da kann man Bilder unter solchen Lizenzen finden. SlideShare, eine Plattform für PowerPoint-Präsentationen oder Präsentationen generell. Da findet man auch jede Menge Bildungsmedien. Skript als Plattform für Texte. Soundcloud, da kann man Audio-Files hochladen. Und Open Clip Art für Grafiken. Das ist eine Plattform, da sind alle Grafiken tatsächlich komplett frei im Public Domain gestellt. Hier habe ich aber nach Pinguin gesucht, ne? Findet man sowas da. Nett. Also auch ganz viele Grafiken. Und sowas natürlich auch super für Arbeitsblätter, ne? So Grafik, nicht irgendwelche Grafiken aus dem Internet nehmen, sondern solche. EduTags ist eine Plattform, verschlagworten User Bildungsmedien und da findet man auch jede Menge freie Materialien. Okay, wie gesagt, braucht ihr nicht alles aufschreiben, Link gebe ich euch gleich. Jetzt die Frage, also da findet man die, ne? Jetzt die Frage, wie erstelle ich eigentlich selbst Open Educational Resources, wenn ich jetzt teilen möchte? Mache ein Arbeitsblatt, wie kann ich das teilen? Super easy, alle Werkzeuge sind erlaubt. Ne? Ich kann alles verwenden, was ich habe zu Hause, also keine Ahnung, mein Office-Paket, Textverarbeitung, PowerPoint, Tabellenkalkulation, Fotos kann ich machen mit meinem Smartphone, ich kann Videos drehen, alles kann ich verwenden. Natürlich darf ich nicht die Software teilen, ne? Aber ich darf die Produkte teilen, die ich damit erstellt habe. Und die Produkte, ja, da muss ich eigentlich nichts weiter machen, als dazu sagen, unter welcher Lizenz es ist. Und damit habe ich allen die Möglichkeit gegeben, es zu verwenden, unter den Bedingungen. Eine Sache möchte ich noch hervorheben, Screencasts. Screencasts sind Bildschirmaufzeichnungen. Also alles das, was auf dem Monitor eines Laptops passiert, wird aufgezeichnet. Ne? Drückt man Start. Dann wird aufgezeichnet, man kann audiomäßig ins Mikro reinsprechen und dann macht man Stopp und dann hat man ein Video erzeugt. Man hat eine PowerPoint-Präsentation beispielsweise, dann macht man Start, erzählt ein bisschen was dazu und dann macht man Stopp und dann hat man es aufgezeichnet, kann man als Video zur Verfügung stellen. Der Vortrag jetzt hier gerade, deswegen habe ich am Anfang ein bisschen rumgebastelt, der wird auch gerade aufgezeichnet. Also ich habe jetzt hier ein Screencast-Programm gerade laufen, habe ich am Anfang gestartet, ich habe hier so ein Funkmikro, dass eben das Audiosignal in den Rechner reingeht und am Ende drücke ich Stopp. Und dann habe ich einen Vortrag aufgezeichnet. Den habe ich heute zum ersten Mal gehalten und damit auch zum letzten Mal, weil ich werde ihn nie wieder halten müssen, weil ich es nachher auf YouTube hochlade unter der CC-BY-Lizenz und dann kann es jeder angucken. So, ne? Super easy, also kaum Aufwand. Ja? Wenn ihr mal so Screencasts erstellen wollt, da gibt es verschiedene Tools, auch kostenlose. Screencast-O-Matic beispielsweise ist ein Tool, das ist super. Da braucht man nicht mal was installieren, außer Java braucht man, aber das hat man in der Regel ja. Ne? Geht man auf die Website, kann man sofort aufzeichnen, was auf dem Monitor passiert. Oder Wink, Hypercam, Jing sind kostenlose Tools. Camtasia ist ein Tool, das kostet, hat dafür aber auch zahlreiche Möglichkeiten zur Nachbearbeitung und so weiter. Ermöglicht einen bisschen flexibleren Umgang mit Screencasts. So. Wo teile ich Open Educational Resources? Also habe ich was produziert. Ja, sage ich habe so ein Arbeitsblatt, ich möchte es gerne weitergeben, der Welt zur Verfügung stellen und teilen. Wo kann ich das machen? Die Antwort ist auch relativ einfach. Dort, wo ich sie finde. Also überall das, was ich gerade erzählt habe. Ja, auf all diesen Plattformen kann ich auch selbst mich registrieren, als Nutzer anmelden und meine Materialien einstellen. So ganz einfach. Also wenn ihr jetzt Arbeitsblätter macht und sagt, oh, das sind alles tolle Arbeitsblätter und vielleicht
überarbeitet man sie nochmal oder so, man setzt sie nochmal ein. Und wenn man sagt, das ist jetzt ein gutes Arbeitsblatt, dann klebe ich da meine CC BY SA Lizenz drauf und stelle es online, beispielsweise bei Script oder bei Wikimedia Commons, und ja, kann jeder verwenden. Vorausgesetzt natürlich, ich bin sauber umgegangen mit den Medien, die ich darauf verwende. Ja? Nicht einfach natürlich irgendwelche Bilder drauf packen. Okay, eine Plattform möchte ich schon mal hervorheben, besonders hervorheben. Die habe ich bislang nicht erwähnt, weil ich sie mir für den Schluss aufheben wollte, sozusagen als Krönung. Ja? Ist die ZUM Wiki-Plattform. ZUM ist die Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e.V. Das ist ein Verein von Lehrerinnen und Lehrern für Lehrerinnen und Lehrer. Das sind alles Personen, die mehr oder weniger ehrenamtlich arbeiten und diese Plattformen hosten und zur Verfügung stellen und Inhalte online stellen und einstellen. Und dieses Wiki ist eine Plattform, bei der kann man selbst einfach Unterrichtsideen einstellen, Arbeitsblätter hochladen, Bilder einstellen und so weiter und mit anderen Lehrerinnen und Lehrern teilen. So. Geht da mal drauf, da gibt es jede Menge Materialien. Und dort kann man sich auch selbst beteiligen. Ne? Anmelden und gleich geht's los und da kann man da mitmachen. Deswegen möchte ich auch hervorheben, weil die jetzt, das ZUM Wiki wird jetzt 10 Jahre alt. Und zwar in 3 Tagen, glaube ich, oder in 2 Tagen wird es 10 Jahre alt, am 8.11. Und insofern ein Jubiläum. Insofern verdient die ZUM Wiki-Plattform hier nochmal eine extra besondere Erwähnung. So, jetzt noch zum Schluss ein paar Dinge, die vielleicht einem durch den Kopf gehen. Gerade gegen diese freien Bildungsmedien wird oft da eingewendet, ich habe aber Angst, dass mir Ideen geklaut werden, also mein geistiges Eigentum oder so geklaut wird. Ja? Darauf antworte ich immer ganz gern, wer Angst hat, dass ihm Ideen geklaut werden, der scheint nicht besonders viele zu haben. Ja? Irgendwie behalten will oder so für einen. Ne? Und wenn man im Unterricht jetzt eine gute Idee hat für einen guten Unterrichtseinstieg oder so, ne, dann kann einem das doch nicht geklaut werden. Ja? Insbesondere nicht, wenn man es unter einer CC BY Lizenz online gestellt hat, egal unter welcher CC Lizenz, man muss ja immer den Urheber nennen. Ja? Also im Gegenteil ist es so, dass wenn ihr eine gute Idee habt, dann ist es eigentlich sozusagen besser, es online zu stellen unter einer CC Lizenz, weil dann jeder, der diese Idee verwendet und das Material findet, euch erwähnen muss. Ja, also sozusagen die Strategie, dass einem Ideen, die Angst vor Ideenklau, das ist sozusagen die Strategie, schlecht nichts online zu stellen, weil dann kann es jemand nehmen und verwenden. Ne? Muss euch ja nicht erwähnen, sozusagen. Aber hier, wenn ihr das online stellt unter der CC BY-Lizenz, muss jeder sagen, das hat der Peter Müller erstellt. So, jetzt die nächste Frage, wer macht eigentlich die Qualitätssicherung? Also, okay, wenn man Verlagsprodukte beispielsweise hat, ne, dann sind da Herausgeber, Editoren, Autoren, da gucken zig Leute drüber mit Experten, Wissen und so weiter. Und die dadurch, dass die das tun und dafür bezahlt werden, kosten die Sachen natürlich auch was. Ne? Also Schulbücher kosten deswegen was, weil da jede Menge Leute ihr Geld mit verdienen und da auch arbeiten und ihr Expertenwissen reinstecken und dafür Geld bekommen. So ist ja klar. Und insofern ist da eine Qualitätssicherung gegeben. Wie ist die Qualitätssicherung hier, wenn Hinz und Kunz ihre Materialien online stellen können? Ja gut, also erstmal, es gibt keine, ja? In erster Linie, also kann natürlich jeder alles Mögliche online stellen und es kann auch falsch sein und so. Insofern immer gesunden Menschenverstand einsetzen bei dem, was man da findet, geht sowieso immer, ne? Auch bei Büchern, aber insbesondere auch eben hier. Und letztlich macht die Qualitätssicherung die Community, also wir alle. Ja? Wenn wir irgendein tolles Bildungsmedium finden, sagen, das ist aber super, dann kann man es liken oder so oder hochraten oder teilen, ja, damit es möglichst große Verbreitung findet und letztlich sorgt die Community dafür, dass sich bestimmte Dinge im Netz durchsetzen und dadurch hat man eine gewisse Qualitätssicherung. Ne? Oder wenn ihr seht, ah, da ist bei dem Arbeitsblatt ist ein Fehler, das ist geteilt unter CC BY SA, dann nehme ich es halt, korrigiere es, lade es hoch. Ne? Gut. Jetzt die Kritik, die Suche nach Open Educational Resources ist mir zu aufwendig. Also es ist einfacher bei Google Bildersuche einfach irgendein Bild zu nehmen. Ja, es ist aufwendig, aber notwendig. Ja? Weil man das andere einfach nicht darf. So. Ja, insofern sollte man diesen Aufwand treiben, insbesondere wenn ihr jetzt loslegt, das gleich richtig zu machen, weil
dann, wenn ihr immer sauber vorgeht, ja, und dann über Jahre hinweg eure Bildungsmedien erstellt, dann habt ihr irgendwann einen riesen Fundus an Open Educational Resources, die ihr selbst produziert habt und die ihr guten Gewissens mit anderen teilen könnt, ohne nochmal nachzuvollziehen, wo habe ich nochmal dieses Bild hergenommen, weil es steht ja darauf, ne, ihr müsst es ja angeben. So, und jetzt noch die letzte Frage, warum sollte ich überhaupt teilen? Also warum sollte ich das machen? Warum sollte ich den Aufwand auf mich nehmen zu teilen? Ja, um der Community etwas zurückzugeben. Ich wette mit euch, für die Unterrichtsvorbereitung ist Internet eins eurer Top-Informationsmedien. Ja? Und wer hat nicht schon mal nach Arbeitsblatt, Pinguin gegoogelt oder so? Ne? Das heißt, ihr kriegt doch jede Menge Informationen aus dem Netz von anderen, die es hochstellen, die sich den Aufwand machen. Ja? Und wenn ihr euch schon den Aufwand macht und ein Arbeitsblatt erstellt und wenn ihr euch schon den Aufwand macht, da sauber vorzugehen, dann ist das Teilen mit den anderen eigentlich nur noch ein kleiner Minischritt und andere haben was davon, nämlich genau die, die an eurer Stelle irgendwo sitzen und suchen. Idealismus, ne? Auch klar, also Teilen ist gut, Teilen ist ein Wert, ist eine Tugend und so weiter und Teilen macht Spaß und deswegen mache ich es. Ja? Aber nicht nur Idealismus, sondern natürlich auch Reputation und Ruhm. Ja? Bevor, ja, da lachen immer alle so ein bisschen verschämt, so, ha, ja, nee, Ruhm machen wir nicht, ne? Wir machen Idealismus, aber nicht Reputation. Ist natürlich Quatsch. Natürlich ist es so, wenn man jede Menge Bildungsmedien erstellt und hat eine Webseite, einen YouTube-Channel mit seinen ganzen Videos und hat man 20.000 Abonnenten und die liken das und teilen das und sharen das. Auf einmal hat man einen Ruhmraum, also Jean-Paul Martin nennt es Ruhmraum, finde ich den Begriff eigentlich ganz nett, ne? Wo man positives Feedback von außen kriegt und es einen bestärkt, weiterzumachen. Ja, und das ist doch was Gutes. Ne? Außerdem hat man einen Raum, in dem man seine Produkte zur Verfügung stellt und auch Feedback von anderen bekommt, die dann sagen, oh, da ist aber was falsch und da musst du so und so machen. Man kriegt ja auch Input von außen. Wenn man einen entsprechenden Ruhmraum hat, hat man auch Leute, viele Leute, von denen dann weniger einem Feedback geben und das ist ja auch was wert. Und darüber hinaus natürlich Unsterblichkeit. Ja, wenn das im Internet ist, auch da wird immer gern gelacht, aber ich meine das durchaus auch ernst. Wer Lust hat, kann da hier mal unten lesen, da habe ich ein paar Gedanken dazu aufgeschrieben. Okay, dieser Vortrag ist OER, ne? Findet man unter diesem Link, den müsst ihr aufschreiben, also ihr müsst gar nichts aufschreiben, nur diesen einen Link. tinyurl.com, tinyurl, das ist ein L hier, ne? .com/OER Pforzheim. So. Wenn ihr da drauf geht, kommt ihr auf eine Webseite, da sind schon die Folien zu sehen und der Vortrag, der wird nachher online gestellt, insofern das mit der Aufzeichnung geklappt hat. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Okay, insofern, Entschuldigung, ja, ich gehe mal kurz zur Seite. tinyurl.com/OER Pforzheim. Genau, im Servicebereich auf der Website, genau. Am besten nicht aufschreiben, sondern dorthin gehen, weil da sind auch die anderen Links der anderen Workshops. Genau. Und ich beende meinen Vortrag mit viel Spaß noch beim Medienkompetenztag. Teilt das, was ihr heute lernt, auch online und kommentiert. Und ja, gibt es noch Fragen?